Einsteigen. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Yay! Auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Ewig. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Die beiden mögen sich. Alles klar. Er ist in Ashley verliebt. Die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Pff, ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Boom. Schmetterlingseffekt. Ah. Wer hätte das gedacht? Gruselig. Und das ist Jess, Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig und respektlos. Respektlos? Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Hallo, ich bin Jessica und ich habe 2 Töpfe. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Alter. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, komm. Oh, bitte, bitte. Mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Nö, wir geben zu, dass wir mit ihm zusammen sind. Mike und M sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. M ist raus, ich bin drin. Ah. Her damit. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Die wird nicht genossen. Hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Oh. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Dann wäre es nicht mehr so malerisch. Und das ist Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig und sportlich. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? 21.24 Uhr und wir sind mit Matt unterwegs. Nicht mit Matt Damon, sondern einfach nur mit... Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, Matt. Ich meine, ich klicke... Kann ich eigentlich auch irgendwo hier die Optionen einstellen, dass ich mal Untertitel habe oder sowas?
Wir hauen mal gerade den Untertitel rein und außerdem müssen wir Dialog. Musik machen wir mal ein bisschen weniger. So. Jetzt dürfte das auch alles hier ein bisschen leicht verständlicher werden. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Stimmt, das ist wieder eine normale Fahrt. Ich meine, das glaubst du. Scheiße! Und wer bist du, Mike? Intelligent, engagiert, überzeugend und pottnässlich. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Genau. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Oh, Drama. Hi. Michael. Ich spreche jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Und ich schalte sagen, ich will nicht mehr schießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Das oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein, ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist. Was? So, ey, nee, ich mach den Untertitel wieder aus, das geht ja mal gar nicht. Oh, Originaldialog können wir auch einmachen. Mit dem englischen Originalton. Nee. Könntest du wieder für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Was, kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Bitte. Na schön. Okay, gut. Wir sind cool. Wenn's so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Wenn sie jetzt mit Mike rummacht, ne? Ja, vertrauen wir ihr mal. Ausnahmsweise. Glotz. Und das ist Ashley, ist verknallt in Chris. Fleißig, neugierig, offen. Uhr. Da unten sitzt doch jemand. Ja, wir glotzen mal weiter. Boah, wenn da gleich irgendwas davor hochspringt, ne? Wow, hallo. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Naja, wer weiß, was die da so machen. Wie, ich krieg hier keine Piepshow? Ah! Boah, du verdammte Scheiße. Hey, hey, wow. Bist du bescheuert? Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, Alter. Aber... nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, oh mein Gott, Alter, bitte, bitte jetzt. Tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Nein, nee. Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nein, wir wollen die Beziehung nicht kaputt machen. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. Puh.
Ich weiß, Schmetterlingseffekt, aber man will ja nicht für Stress am Wochenende hier sorgen. Und damit habe ich das Schicksal von 10.000 Leuten da draußen besiegelt. Jessica! Und die langweilt sich und guckt sich ihre Fingernägelchen an. Auf Handy schauen, genau. Wir machen das mal wie normale Mädels in diesem Alter. Wir glotzen einfach mal permanent aufs Handy und aufs... Alter Verwalter! Hast du jetzt nicht getan? Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich werf zurück. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Und... Au! Treffer! Klasse. Das wirst du büßen. Das war's. Voll auf die 12. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Vögelchen? Wow. Nur weil sie gut, wahrscheinlich gut zu vögeln ist. Hey! Oh. Hui! Der Vogel! In meiner aus meiner Vision! Hallo! Komm schon! Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Boom, Schakalaka! Manchmal ist es am besten, einfach du nichts dich zu nicht tun. Ich kann verstecken, Michael. Ich kenn all deine Tricks. Nein, auf den Vogel werde ich nicht werfen. Auf gar keinen Fall. Aber jetzt! Oh, so geht das! Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Whoa. Es reicht! Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeballqueen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wir knutschen. Wow, gib dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Aha. Einer atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Oh, du bist auch ein Schmuckler. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Status-Update. Ey, das Spiel macht bisher richtig, richtig Spaß. Ist auch mein erster Run, also von daher auch wieder mal ein weiteres Blind-Projekt. Aber ich glaube, das sagte ich auch schon mal.